Fangen wir an. Ihr könnt euch mal bequem gerne mit zwei Blöcken zwischen den Fersen zurücksetzen. Ja, oder drei oder vier oder gar keinen. Also, was ich jetzt machen würde, ich setze mich einfach auf die Fersen. Guck einfach mal, wie das für dich so ist. Und ja, wenn du deinen Sitz gewählt hast, dann schließ die Augen und lass dir Zeit. Lass dir Zeit, um hier anzukommen. Leg die Hände entspannt auf die Oberschenkel. Und fühle nach innen, spüre in deinen Sitz hinein. Entspann deine Sitzbeinknochen ganz tief nach unten. Dann verlängerst du so ein bisschen den unteren Rücken auf die Fersen oder auf den Block. Und richte die Wirbelsäule sanft auf. Und lass auch den Unterkiefer mal ganz locker. Vielleicht möchtest du den noch mal ein bisschen bewegen. Nach links, rechts, auf, zu. Ein paar Bewegungen machen, dass du wirklich auch entspannt in den Gesichtszügen wirst. Und dann schließe den Mund wieder und spür mal den Scheitel, wie er sanft nach oben wächst. Zieh einmal die Schultern ganz weit mit nach oben zu den Ohren und atme tief ein dabei. Und dann atme durch den Mund aus und lass die Schultern ganz locker entspannt sinken. Nochmal, heb die Schultern hoch. Und ausatmen, loslassen. Noch einmal einatmen, heben, 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 heben. Und all den Stress, all die Müdigkeit durch den Mund atme aus. Lass die Schultern sinken. Lass den Atem ganz natürlich ein- und ausströmen. Die Atemzüge länger werden lassen, ohne dass das mit Stress, Druck entsteht, sondern einfach nur mal den Atem beobachten, wie er an den Nasenflügeln vorbei, über die Stirn, durch den Rachen, in den Körper hineinströmt und du wirst weit in alle Richtungen. Und wenn du ausatmest, ziehst du den Nabel sanft nach innen und wirst noch ein bisschen schwerer im Beckenraum, in den Beinen. Kannst auch die Zehen noch ein bisschen mehr spreizen. Und spür mal, wie du mit der Einatmung dich innerlich noch ein bisschen größer machst. Lass den Kopf leicht werden, so ein wie mit Helium gefüllter Luftballon. Schweb deinen Kopf auf der Wirbelsäule. So, alle Gesichtszüge sind weich, auch die Stirn ganz glatt und lass die Augäpfel zurücksinken. Gibt so viel wahrzunehmen, so viel sich zu öffnen, weit zu werden. Und dann schau mal, dass deine Einatmung genauso lang ist wie die Aus. Lass den Atem weiter ein- und ausströmen und mit der Einatmung zieh die Arme nach hinten
Und versuch mal so die Ellenbogen zueinander zu bringen. Das öffnet noch ein bisschen mehr den Brustkorb. Und jetzt stell dir vor, du umarmst die Welt, du bist ganz rund und bringst die Fingerkuppen zueinander, Kinn zum Brustbein und mit der Einatmung heb das Brustbein, öffne die Arme und ausatmen, wieder ganz rund werden. Fließe weiter, wie Flügel öffnen sich die Arme, schwingen die Arme, mobilisierst die Wirbelsäule. Und der Atem rahmt die Bewegung ein. Und beim nächsten Mal, wenn du ausatmest, die Fingerkuppen zusammenbringst, Ellenbogen sanft auseinander, Kinn zum Brustbein, bleibe hier. Genieß die Dehnung hier im Schulter-Nackenbereich. Hier noch einmal einatmen. Und atme aus. Einatmen, richte dich auf. Linke Hand zum Boden, rechten Fuß vor dir aufstellen. Also entweder sitzt du auf einem Block oder auf der linken Ferse, zieh die Wirbelsäule länger und twiste nach rechts. Atme aus. Guck ins rechte Augeneck, tief ein. Atme aus dem Bauch aus. Einatmen. Atme aus. Einatmen. Atme aus, noch einen. Und ganz leer werden. Einatmen, komm nach vorne. Streck das rechte Bein aus, flex den Fuß und entscheide, wie weit du aus dem Becken nach vorne kippst. Wunderschöne Dehnung für die Rückseite des rechten Beines. Lass den Kopf zum Schluss locker hängen, tief in dein Herzraum ein und aktiv aus dem Bauch aus. Tief einatmen. Füll deinen Herzraum mit Lebenskraft, mit Lebensenergie und Freude. Zieh den Nabel nach innen. Lass all das Gediente gehen. Schöne Vorbereitung auf deine Asana-Praxis. Einatmen, richte dich auf. Pass auf, lauf erstmal mit den Händen zurück und dann heb das Gesäß, stell den rechten Fuß auf, heb den rechten Arm, linke Hand unter der Schulter und dann kreis dein rechtes Handgelenk ein paar Mal in die eine Richtung. Recke das Brustbein, atme tief. Und ein paar Mal in die andere Richtung. Und dann streck die Finger, bring die rechte Hand zum Boden, stell den hinteren Fuß auf und richte dich auf. So. Und dann heb den linken Arm nach oben und rotiere ihn zurück. Und dann trau dich etwas ins Ungewisse nach hinten auf deine Ferse mit der Hand anzukommen. Heb den rechten Arm. Strecke dich, öffne dein Herz. Spür die Dehnung in der linken Leiste. Tief der Atem, entspannter Blick nach oben. Ruhig und achtsam. Ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus, noch einen. Spann den Beckenboden an. Komm einatmen nach oben. Heb den linken Arm. Bring das rechte Knie nach hinten, pointe die Füße, setz dich auf beide Fersen. Atme ein, Erde, rechte Hand zum Boden, linken Fuß nach vorne aufstellen. Atme aus, rechte Hand greift das linke Knie, Wirbelsäule lang und dreh dich nach links. Tief ein, vollständig aus. Einatmen. Und ausatmen. Nimm den ruhigen Atemrhythmus wahr. Und noch einen. Komplett ausatmen. Einatmen nach vorne.
Streck das linke Bein aus, flex den Fuß und du entscheidest jederzeit auch mit Blöcken üben. Ja, dich ganz langsam und entspannt nach vorne lehnen, den Kopf entspannt sinken lassen und deinen Atem tief und ruhig ein- und ausströmen lassen. Halt die Wirbelsäule möglichst natürlich. Soll jetzt nicht zu eine intensive Vorwärtsbeuge sein, sondern erstmal ein schönes, sanftes Dehnen im Körperbereich, Rückseite des Körpers. Noch einmal hier einatmen und atme aus. Jetzt richte den Oberkörper einmal auf. Einatmen, hebt das Gesäß, linkes Knie über der linken Ferse, rechte Hand zum Boden, zieh die Schultern zurück und hebt den linken Arm. Und dann kreis hier ein paar Mal dein linkes Handgelenk in die eine Richtung. Lass den Atem tief. Und in die andere Richtung. Streck die Finger, atme ein. Atme aus. Linke Hand auf das linke Knie. Zieh den Nabel nach innen. Richte den Oberkörper auf, stell den hinteren Fuß auf, heb den rechten Arm, rotiere ihn zurück auf deine Ferse, lehn dich zurück, öffne hier, heb deinen linken Arm. Tief atmen. Weit die Vorderseite öffnen. Und auch ein bisschen mit der Balance arbeiten. Noch zwei. Nabel nach innen, richte dich auf, heb den rechten Arm, linkes Knie nach hinten. Beide Hände zum Boden in den Vierfüßlerstand. Erstmal hier einatmen. Mit der Ausatmung mit den Händen nach vorne. Bring die Ellenbogen zum Boden, die Stirn zum Boden. Und heb dann die Unterarme weg vom Boden, Handflächen über den Kopf zusammen. Atme tief in dein Herz. Aktiv aus dem Bauch. Ruhig einatmen. Atme aus. Tief ein. Vollständig aus. Noch zwei tiefe Atemzüge. Die Hände in den Boden, hebt den Oberkörper und dann krabbel wieder in den Vierfüßlerstand zurück. Einatmen hier, Brustbein aufrichten und mit der Ausatmung drück dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Und dann hier ein paar Mal die Beine abwechselnd beugen und so ein bisschen mehr Länge schaffen in der Rückseite der Beine, die Handflächen groß und weit. Und tief atmen. Dann lass die Bewegungen ruhiger werden. Atme tief in den Brustkorb ein. Atme aktiv aus dem Bauch aus. Einatmen hier. Vollständig ausatmen. Tief ein. Atme aus. Schieb die Fersen mehr rück, diese Zwängknochen mehr nach oben ein. Atme aus. Noch einen. Mit deiner Einatmung komm nach vorne in die schiefe Ebene und ausatmend Knie, Brust und Kinn zum Boden ablegen. Einatmen in die Kobra, zieh die Schultern zurück, Pugli Richtung Fersen und in den nach unten schauenden Hund. Wieder in die schiefe Ebene einatmen. Ausatmen Knie, Brust und Kinn. Einatmen Kobra. Und ausatmen Po Richtung Fersen.
Shvanasana. Atme hier ein. Atme aus, beug die Beine. Lauf in kleinen Schritten nach vorne und bleibe hüftbreit hinter den Händen stehen. Jederzeit nimm dir die Hände auf Blöcke und lass den Kopf los oder beug die Knie. Atme tief in dein Herz und aktiv aus dem Bauch. Weit ein und vollständig aus. Ruhig einatmen. Ausatmen hier. Einatmen. Und ausatmen, beug die Beine, einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben, zum Schluss die Schultern und der Kopf und dann ziehst du die Schultern zu den Ohren und kreist sie nach hinten, unten und dann wiederhol das ein paar Mal, mach große, weite Bewegungen, also mal wirklich all das, was du noch mit auf deinen Schultern herumdrehst, trägst. Lösen. Beim nächsten Mal die Hände hinter dem Rücken verschränken, heb das Brustbein an, zieh die Schultern nach hinten, nach unten, die Hände weg vom Gesäß, Brustbein hoch, Kinn zum Brustbein. Atme tief ein, schieb die Füße kraftvoll in die Matte. Verlängere das Kreuzbein, atme aus. Tief ein. Und aus. Einatmen. Und ausatmen. Noch einen. Atme aus. Löse die Hände, nimm die Arme gleich über den Kopf, verschränke die Finger, zieh dich lang und lehn dich aus, atme nach links. Einatmen zur Mitte und ausatmen zur rechten Seite. Wieder in die Mitte einatmen und zur linken Seite. Ein in die Mitte und noch einmal zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte, senk die Hände vor das Herz, atme hier ein. Atme aus. Fühl die Lebenskraft in dir, die Freude, die dich durch die Stunde leiten darf. Die Fürsorge, die Hingabe, das Mitgefühl. Spür das aus deinem Herzen heraus, sich ausdehnen. Dann bewegen wir uns weiter mit der Einatmung. Heb die Arme über die Seiten und schau zu den Händen. Ausatmen, beug die Beine, tauche bis zum Boden nach unten ab, die Hände groß und weit zurück. Und dann steige in die schiefe Ebene, heb das Brustbein an und bring noch einmal Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen in die Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. In den nach unten schauenden Hund. Bleibe hier, atme ein und atme aus. Noch zwei, streck dich länger. Atme aus. Einatmen. Atme aus, beug die Beine, blick nach vorne, laufe oder jederzeit kannst du auch springen. Heb das Brustbein an vorne und tauch über die geerdeten Füße. Knie gerne ein bisschen beugen, komm mit geradem Rücken nach oben, die Arme über den Kopf und senk die Hände. Heb einatmen die Arme, ausatmen, tauche mit geradem Rücken, das heißt die Knie gerne beugen auf halbem Weg bis nach unten, linkes Bein nach hinten, Rücken lang, wieder in die schiefe Ebene. Bleibe hier mit der Einatmung. Und dann die Liegestütze mit oder ohne Knie. Zieh das Brustbein nach vorne, beug die Ellenbogen zueinander. Pointe die Füße und komm in den aufwärts schauenden Hund oder leg ab und Kobra ist auch okay. Und ausatmen zurück. Nach unten schauender Hund, bleibe hier, atme ein. Und atme aus.
Noch zwei ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus, beug die Beine, blick nach vorne, laufe oder springe nach vorne, heb das Herz, tauche über beide Beine, lass den Kopf los, tauche in den Himmel mit geradem Rücken, Arme über den Kopf. Und ausatmen, senk die Hände, verhak die Daumen, einatmen, zieh die Arme nach oben und zurück. Dann beug die Beine und verschränk die Finger hinter dem Rücken zu einer Faust, streck dich lang. Einatmen, Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten, reck das Brustbein vor, jetzt in den Hund. Einatmen nach vorne, schiefe Ebene. Deine Liegestütze mit oder ohne Knie. Aufwärts schauender Hund oder Variante. Nach unten schauender Hund. Komme wieder einatmen nach vorne in die schiefe Ebene. Und bringe ausatmen Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Schlängel dich in die Kobra ein. Und Po Richtung Fersen. In den Hund schauenden Hund. Einatmen rechtes Bein nach vorne. Heb den Blick. Aus das andere Bein dazu. Lass den Kopf los. Beug die Beine, verhak die Daumen ein, zieh dich nach oben, lehn dich rück und schwinge durch. Verschränk die Finger, Arme hinter dem Rücken lang. Einatmen, Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten. Aussteige in den Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Aus, Liegestütze. Einatmen, aufwärts schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauen und einatmen vor, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn. Einatmen, Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. In den Hund. Einatmen, linkes Bein nach vorne, Rücken lang. Aus, das andere Bein dazu. Lass den Kopf los, beug die Beine, verhak die Daumen, zieh dich nach oben, lehn dich etwas zurück. Wir machen noch eine Runde rechts, links, beug die Beine, verschränk die Finger. Einatmen, Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten, Rücken lang. Ausatmen, steige in den Hund, fließe langsam mit dem Atem. Einatmen, schiefe Ebene. Aus, Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufwärts schauender Hund. Ausatmen nach unten, schauender Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Aus, Knie, Brust und Kinn. Einatmen, Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. In den Hund. Einatmen, rechtes Bein nach vorne, Rücken lang. Aus, das andere Bein dazu. Lass dich über die Beine sinken, beug die Beine, verhak die Daumen, zieh dich nach oben, lehn dich rück und schwing durch, verschränk die Finger, Arme hinter dem Rücken lang. Einatmen, Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten, heb den Blick, aussteige in den Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene, aus, Chaturanga Dandasana, ein, aus, Adho Mukha Svanasana. Ein, vor, schiefe Ebene. Aus, Knie, Brust und Kinn. Einatmen, Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. In den Hund. Ein, das linke Bein nach vorne, Rücken lang. Aus, das andere Bein dazu. Lass den Kopf los, beug die Beine, verhack die Daumen, zieh dich nach oben, lehn dich rück. Und jetzt schwing noch einmal die Hände hinter dem Rücken, streck dich lang. Komme jetzt in den Stuhl, heb die Arme und die Hände vors Herz, twiste nach rechts. Linker Ellenbogen außen an das rechte Knie, Daumenwurzeln ans Brustbein, blick über die rechte Schulter ein. Atme aus, eins. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Und ausatmen, drei. Einatmen in die Mitte und twiste zur anderen Seite.
Einatmen hier. Atme aus. Eins. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Komm in die Mitte. Streck die Arme. Und dann lass die Hände zum Boden. Streck dann die Beine, soweit es für dich okay ist. Komm auf die Fingerspitzen, zieh den Rücken lang, öffne die Füße hüftbreit. Greif mit Zeigemittelfinger von unten unter den großen Zeh. Noch einmal den Rücken länger werden lassen. Daumen auf den Zehennagel und dann tauch über die Beine. Zieh die Ellenbogen zur Seite, Schultern hoch, gerne die Beine gebeugt. Nimm deinen Atem wahr. Mir ruhig und achtsam ein- und ausströmt. Sehzüge entspannt, ganz konzentriert im Hier und im Jetzt mit deinem Atem verbunden. Und hier aus. Langsam hebt das Brustbein an. Knie gerne beugen, Hände in die Hüften, zieh die Schultern, Ellenbogen, Nabel nach oben. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, schließ die Füße, spüre dich in Tadasana. Einatmen, der Scheitel wächst nach oben. Ausatmen, die Füße erden nach unten. Wurzel deinen rechten Fuß, zieh das linke Knie zu dir ran, greif um das Schienbein, richte dich innerlich weiter auf. Dann öffne das Knie zur Seite, bring die Fußsohle innen zum Oberschenkel, Hände vor das Herz. Tief der Atem. Wenn du willst, heb die Arme. Wenn du möchtest, öffne sie schulterbreit. Einatmen, spüre die Energie zwischen den Händen. Scheitel wächst nach oben. Atme aus. Erde vom Becken über die Füße nach unten. Tief der Atem. Und bleib mit der Einatmung und Ausatmen, senkt die Hände vor das Herz. Zieh das linke Knie nach vorne ein, kipp nach vorne und mit der Ausatmung großer Schritt nach hinten. Lande auf den Fußballen, zieh die linke Hüfte zurück, heb die Arme hoch ein, bring die Handflächen über den Kopf zusammen und dann beug die Ellenbogen nach hinten. Und schieb sanft mit den Daumen an den Hinterkopf. Ein bisschen freier im Schulter-Nackenbereich zu sein. Reck das Brustbein, zieh die Ellenbogen nach oben. Lass den Blick entspannt nach oben gehen, ohne die Stirn zu runzeln. Mit der Einatmung streck die Arme. Ausatmen, Hände vors Herz, linkes Knie zum Boden. Einatmen, dreh den Oberkörper nach links, linken Unterschenkel auch nach hinten. Und dann ausatmen, du bist hier so ein Babykrieger. Streck das rechte Bein, zieh die Kniescheibe an den Oberschenkel, also sei ganz aktiv im rechten Bein. Heb den linken Arm und lehn dich nach rechts. Tief der Atem. Aus dem Bauch. Schau, dass du dich mehr aus der Körpermitte hältst und nicht zu viel Druck auf dein Bein abgibst. Genieße hier weit zu werden. In der linken Körperhälfte. Mit deiner Einatmung richte dich auf. Pass auf. Jetzt lehn dich nach links, bis die linke Hand unter der Schulter zum Boden kommt, groß und weit, Finger nach hinten ausgerichtet. Heb das rechte Bein und zieh den rechten Arm über das Ohr. Streck die rechte Seite lang. Hier bleiben oder den rechten Arm heben, das rechte Bein beugen und den Fußspann greifen und dann öffne dich hier weit auf. Tief atmen, du kannst zum Boden blicken. Genieß auch die Dehnung hier im Schulterbereich, Nackenbereich.
Dann lass wenn gegriffen deinen rechten Fuß los. Heb den rechten Arm. Pass auf. Erst die rechte Hand zum Boden. Dann den linken Unterschenkel nach hinten ausrichten. Rücken lang. Und jetzt bring Knie und Nasenspitze zueinander. Mach den Rücken rund. Einatmen, streck das rechte Bein. Heb das Brustbein an. Aus. Knie und Nasenspitze zusammen. Einatmen, strecken, Rücken lang. Ausatmen, beuge, Nabel nach innen. Einatmen, strecken. Und noch einmal, bring Knie und Nasenspitze zusammen. Einatmen, streck das rechte Bein. Stell den rechten Fuß ab. Atme aus dem Bauch aus. Schiefe Ebene, linkes Bein dazu. Atme ein. Und dann bringe Knie. Brust und Kinn zum Boden ab. Mit der Einatmung in die Kobra. Und ausatmen, Po Richtung Fersen. Zurück. In den nach unten schauenden Hund. Atme weit ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig einatmen. Atme aus, beug die Beine. Lauf oder springe nach vorne zu den Händen, Rücken lang. Und lass dich über beide Beine nach unten sinken. Komm hier nochmal auf die Fingerspitzen, Rücken lang ein. Starke Beine. Lass dich über die Beine nach unten sinken, aus. Noch einmal einatmen. Beug dich über die Beine. Beine beugen, roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen, Schultern hoch und nach hinten. Und spüre dich hier in Tadasana, in der Berghaltung. Atme ein, wurzel deinen linken Fuß und dann ausatmen hier, heb das rechte Knie einatmen, zieh dich noch ein bisschen länger, öffne das Knie zur Seite, Fußsohle innen zum Oberschenkel oder da, wo er hinkommt, Hände vors Herz. Mit deiner Einatmung kannst du die Arme heben und gerne auch öffnen. Tief atmen. Aus dem Bauch. Einatmen. Atme aus. Einatmen. Atme aus. Noch zwei tiefe, ruhige Atemzüge. Fühl dich gut verwurzelt. Fühl dich verbunden mit Mutter Natur. Einatmen hier mit der Ausatmung, senk die Hände vor das Herz. Einatmen rechtes Knie nach vorne, kipp nach vorne und steige zurück. Langsam in Zeitlupe, lande auf den Fußballen. Rechte Hüfte schiebt vor, heb die Arme nach oben, Handflächen zusammen, beug die Ellenbogen, schieb sanft Hinterkopf und Daumen zueinander. Und genieße die Öffnung hier im Brustkorb. Tief der Atem. Nimm deinen Atempaar. Mit der Einatmung streck die Arme. Ausatmen, senke Knie zum Boden, Hände vors Herz. Einatmen hier, dreh dich ausatmen nach rechts, den rechten Unterschenkel zurückdrehen und dann das linke Bein strecken. Einatmen ganz aktiv der Oberschenkel. Ausatmen, lehn dich über das linke Bein in den Gate. Einatmen. Atme aus. Genieß die Öffnung der rechten Körperhälfte. Atme aus. Tief ein. Das. Noch einen. Atme aus, erde die Beine, einatmen, richte dich auf, heb den linken Arm zur rechten Seite, die Handfläche zum Boden, linker Arm über das Ohr, heb das linke Bein, streck dich lang. Tief der Atem.
Wenn du weitergehen willst, beug das linke Bein, greif dir den Fußspann und dann zieh dich auf. Diesen Bogen, guck gerne zur rechten Hand. Gerne das Kinn etwas mehr zum Brustbein. Genieß die Dehnung hier im Trapezius. Tief da. Wenn gegriffen, löse wieder strecktes Bein, heb den linken Arm, bring die linke Hand zum Boden, das rechte Knie nach hinten. Einatmen, Brustkorb weit. Aus Knie und Nasenspitze zueinander. Runde den Rücken. Einatmen, Strecke. Aus, ganz rund werden. Heb den Nabel. Einatmen, Strecken. Aus, wieder ganz rund. Einatmen, Strecken. Und noch einmal Knie und Nasenspitze zusammen. Einatmen, streck das linke Bein, stell den Fußballen auf, andere Bein dazu, schiefe Ebene. Bleibe hier. Atme aus, noch zwei. Noch einen. Mit der Ausatmung Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen, Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. Zurück. Geh in den nach unten schauenden Hund. Atme ein. Atme aus. Komplett leer werden. Noch ein. Heb das rechte Bein nach hinten hoch. Einatmen. Und dann guck nach vorne. Rechter Fuß zwischen die Hände. Linke Ferse zum Boden. Die Füße kraftvoll in die Matte ein. Heb den Oberkörper an. Öffne, ausatmen zum Krieger 2. Streck das rechte Bein. Wieder der Oberschenkel ganz aktiv für das Dreieck. Zieh den rechten Arm weit nach vorne und segel nach unten. Heb den linken Arm. Tief da. Aus dem Bauch. Einatmen. Atme aus. Ruhig ein. Atme aus. Einatmen. Und hier aus noch einen. Pass auf mit der Ausatmung. Nur die linke Hand und die Hüfte. Guck nach unten. Einatmen. Beugt das rechte Bein. Macht den Schritt vielleicht eine Fußlänge kürzer. Und für den Halbmond schiebt den rechten Arm weit nach vorne. Gerne auf einen Block und hebt das linke Bein. Zieh den Nabel nach innen. Du kannst nach unten gucken. Hier bleiben. Oder den linken Arm heben, das linke Bein ganz aktiv, gerne hier bleiben oder das obere Bein beugen, den Fußspann greifen und dich hier weit auf öffnen. Ardha Chandra Chabasana. Tief da. Entfalte dich. Fühl die Erdung, spür deine Mitte kraftvoll. Und spür die Weite im Herzen. Falls gegriffen, lass oben los. Heb deinen rechten Arm. Atme aus. Beug das rechte Bein. Und dann trau dich. Einatmen, steige zurück. Lande auf den hinteren Fuß. Virabhadrasana 2. Einatmen. Heb den rechten Arm. Lehn dich zurück. Und ausatmen. Beug rechten Unterarm auf den Oberschenkel und dann zieh den linken Arm über unten nach oben, kreise den Arm, guck an der Hand vorbei. Große Bewegungen. Noch einen großen, weiten Kreis. Passt auf. Bring die linke Hand zum Boden neben den rechten Fuß. Kipp hinten auf die Außenkante vom linken Fuß. Und du kannst den rechten Fuß einfach vor dir abstellen oder eben auf den linken bringen. Zieh die Zehen zu dir ran. Heb den rechten Arm. Vasistasana. Tief da.
Noch einen. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra. Aus, hoch Richtung Fersen. In den Hund. Einatmen, den Schritt eine halbe Fußlänge ungefähr kürzer. Beine beugen, Fersen zum Boden, streck dich hier lang. Einatmen, linke Hand zum rechten Knöchel. Und vielleicht streckst du jetzt die Beine, rechte Hand kraftvoll erden, Blick unter der rechten Achse durch. Nimm deinen Atem wahr. Tief und ruhig fließt der Atem. Nabel nach innen. Weites Herz. Bring die linke Hand nach vorne, atme aus. Einatmen, Blick nach vorne, rechter Fuß bis zwischen die Hände, linke Ferse zum Boden und dann streck beide Beine, zieh den Rücken lang und tauch über das rechte Bein. Lass den Kopf los. Und auch hier lass den Atem ruhig durch dich hindurch streichen. Tiefe Atemzüge. Heb den Blick, atme ein, beug das rechte Bein und dann steige in den Drehsitz. Linkes Knie außen zum rechten Fuß. Setz dich an der Ferse vorbei. Du kannst dich auch gerne auf einen Block setzen oder das linke Bein strecken, Rücken lang ein. Und dann dreh dich nach rechts, atme aus, Blick über die rechte Schulter, tief der Atem, Oberarm außen am Knie oder Knie in der Armbeuge. Schau mal, was sich für dich richtig anfühlt. Und schau, dass du tief und gleichmäßig lang ein- und ausatmen kannst. Noch einen. Komplett ausatmen. Einatmen zur Mitte. Dreh dich zur anderen Seite gegen. Einatmen. Stell die Füße vor dir auf. Schieb die Füße kraftvoll in die Matte. Knie nach außen. Die Hände nach vorne. Und dann komme, wie auch immer, nach oben zum Stehen. Und senk die Hände. Einatmen, heb die Arme, umarm dein Leben. Ausatmen, verbeuge in Hingabe an all die Magie des Lebens. Hände in die Matte, Herzraum weit. Du kannst zurücksteigen in den Hund oder zurückspringen, laufen in die Liegestütze, dich öffnen und zurück. In den nach unten schauenden Hund. Einatmen. Hebt das linke Bein nach hinten hoch. Ausatmen, linker Fuß nach vorne, rechte Ferse zum Boden. Kraftvoll die Füße erden. Hebe dich in Virabhadrasana 1. Öffne zu Virabhadrasana 2. Einatmen, streck das linke Bein, Oberschenkel stark. Zieh dich lang nach vorne in das Dreieck. Rechter Arm hoch, die Wirbelsäule lang ein. Atme aus, ein. Fühl das Fußgewölbe stark ein. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Bring die rechte Hand an die Hüfte. Atme aus, guck zum linken Fuß. Einatmen, beug das linke Bein, Schritt kürzer. Ausatmen, rechte Hand unter die Schulter, heb das rechte Bein ein und ausatmen, bleibe ich hier oder heb den rechten Arm hoch.
Bleibe ich hier, spüre den Beckenboden stark oder beugt das rechte Bein, greift dir den Fuß. Einatmen, öffne die Leiste, öffne dein Herz. Ausguck entweder zum Boden oder nach oben. Tief der Atem. Falls gegriffen, lass den rechten Fuß los, heb den rechten Arm, guck nach unten, atme aus, beug das linke Bein. Einatmen, großer Schritt zurück. Ups, Virabhadrasana 2, atme aus. Einatmen, lehn dich nach hinten. Ausatmen, lehn dich nach vorne, Unterarm auf den Oberschenkel, zieh den rechten Arm über unten, nach oben. Kreise den rechten Arm, zieh das linke Knie nach außen mit der Hand und dann schau der rechten Hand nach. Tief und ruhig der Atem. Noch eine. Die rechte Hand zum Boden. Hinten über den Fußballen auf die Außenkante und den linken Fuß oben drauf. Linker Arm hoch oder du kannst den linken Fuß vor dir abstellen. Tief der Atem. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Einatmen. Schiefe Ebene. Ausatmen, bringe Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen, Kobra. Aus, Po Richtung Fersen, in den Hund. Einatmen hier. Mach den Schritt wieder kürzer. Beug beide Beine, ausatmen. Greif mit der rechten Hand den linken Knöchel, Schienbein. Und strecke vielleicht die Beine. Gucke unter der linken Achse durch. Tief atmen. Oh, Simba. Nimm den Atem wahr. Noch ein. Bring einatmen die rechte Hand nach vorne. Blick nach vorne. Atme aus. Schritt nach vorne mit dem linken Fuß, rechte Ferse zum Boden, Rücken lang ein. Ausatmen, tauch über das linke Bein, lass den Kopf los. Fühl den Atem weit und tief ein- und ausstrecken. Noch einen. Mit deiner Einatmung beugt das linke Bein und steige nach vorne, ausatmen in den Drehsitz. Die Position wie auf der anderen Seite, hebt den rechten Arm und twiste nach links. Atme ein. Atme aus. Einatmen. Zwei. Blick im linken Augeneck oder geschlossen die Augen. Drei, ein, vier, einatmen. Ausatmen. Fünf, einatmen zur Mitte, dreh dich zur anderen Seite gegen. Einatmen in die Mitte, strecke jetzt beide Beine nach vorne aus, flex die Füße. Setz dich jederzeit etwas höher, reck das Brustbein nach oben und kipp aus dem Becken, ja, wie so ein Klappmesser. Kipp zusammen, soweit es für dich okay ist, dann nimm die Hände nach vorne, da wo es okay ist, ohne die Schultern zu den Ohren zu ziehen und dann tauche zum Schluss mit dem Kopf nach unten. Greif vielleicht auch außen die Füße. Nimm den Atem wahr.
wie ruhig und achtsam durch den Körper strömt. Aktiv aus. Und weiter. Vollständig ausatmen. Noch drei tiefe Atemzüge hier. Und dann hebt den Blick ein. Mit der Ausatmung richte dich auf. Stell die Hände hinter dir auf. Beugt die Beine hüftbreit vor dir aufstellen, hebt das Brustbein an, ein und dann hebt die Hüften. Atme aus, schaut zur Decke, tief ein. Vollständig aus, eins. Einatmen. Atme aus, zwei. Einatmen. Atme aus, drei. Einatmen. Atme aus 4 und gerne schließ jetzt mit der Ausatmung den Löwen ab. Kraftvoll durch den Mund ausatmen, die Augen weit auf. Hebt den Kopf, senkt die Hüften, schiebt das Becken Richtung Fersen. Nimm die Arme nach vorne, den Rücken rund, Nabel nach innen, roll dich langsam, langsam nach unten ab. Spüre dich getragen. Spür die Rückseite des Körpers weit werden. Genieße einen Moment des Ankommens. Fersen sind nah am Gesäß und für die Schulterbrücke. Heb einatmen die Hüften. Verschränk die Finger unter dem Gesäß. Schieb die Füße, Ellenbogen, Hinterkopf in die Matte. Heb das Brustbein an und zieh die Schultern unter den Rücken. Und jetzt erde die Füße weit. Zieh die Innenoberschenkel nach unten aus. Tief atmen. Noch einmal hier kraftvoll in den Beinen, weit in den Leisten, weit im Herzen. Noch einen Atemzug hier und dann löst die Hände und roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder nach unten ab. Bring die Füße mattenbreit, Knie zusammen. Eine Hand auf den Bauch, die andere auf dein Herz und nimm den Atem wahr. Spür die Lebendigkeit. Spür das Kribbeln, das Prana, die Lebenskraft hier in dir zirkulieren. Und zieh die Knie zu dir ran, schaukel nach links und rechts. Und genieß die Massage entlang der Wirbelsäule. Ganz langsam zur Mitte zurück. Heb die Beine locker nach oben und du kannst jetzt beide Beine beugen, einfach übereinander, also nebeneinander erst für die Drehung im Liegen oder rechten über den linken Oberschenkel, Fußspann um die Wade. Po geht nach rechts, beide Knie nach links. Reck die Wirbelsäule und twiste mit dem Oberkörper nach rechts. Atme ein. Und atme aus. Tiefer. Vollständig aus. Nimm deinen Atem wahr. Die Einatmung ist genauso lang wie die Ausatmung.
Dann komm einatmen in die Mitte zurück. Entknote die Beine. Pass auf, stell mal die Füße hier auf und rutsch gleich mit dem Po zur linken Seite. Falls gebunden, ist der linke über den rechten Oberschenkel. Beide Beine nach rechts. Wirbelsäule lang. Oberkörper öffnet nach links. Lass die Schultern los, den Atem ruhig. Tief ein. Und vollständig aus. Tief ein. Und aus. Zwei. Kommen wir wieder zurück in die Mitte. Knote die Beine, dein Becken mittig. Jetzt streck die Beine und die Arme nach oben. Füße und Handgelenke. Und auch in die andere Richtung kreisen. Und dann schüttel die Hände und schüttel die Beine, schüttel mal hier alles durch. Schüttel, schüttel, schüttel. Und dann ausatmen. Lass die Hände und die Füße zum Boden gehen. Endentspannung. Richte dich hier ein. Die Füße fallen locker nach außen. Handflächen entspannt nach oben ausgerichtet. Und dann spür mal den ganzen Körper, wie er in die Unterlage sinkt. Werde noch ein bisschen schwerer. Lass den Atem jetzt immer ruhiger werden. Schau mal, dass auch vielleicht noch mal den Unterkiefer öffnen, also die Gesichtszüge weich und wieder schließen. Oder mal so ein bisschen nach links und nach rechts. Ein paar Grimassen schneiden. Und dann die Augen geschlossen, der Mund sanft geschlossen. Entspanne deine Zehen, die Fußsohlen und Fußgelenke. Entspanne Waden, Knie und Oberschenkel. Entspanne Hüften und Gesäß. Entspanne den unteren Rücken, den mittleren und oberen Rücken. Die ganze Wirbelsäule ist entspannt. Bauch und Brustkorb entspannt. Finger, Hände und Arme sind entspannt. Schultern und Nacken entspannt. Entspanne die Kopfhaut, jede einzelne Haarwurzel ist entspannt. Entspanne die Stirn, die Augenbrauen. Zentrum der Augenbrauen weit. Lass die Augäpfel zurücksinken. Nimm die Weite, den Raum hinter der Stirn wahr. Entspanne deine Schläfen, Wangenknochen, Kiefergelenk. Lass den Unterkiefer los, vielleicht öffnen sich deine Lippen, die Zunge weich, liegt in der Mundhöhle. Oberkiefer entspannt, die Nase entspannt, Ohren entspannt.
Haut, im Gesicht, am ganzen Körper entspannt. Alle Sinne entspannt, nach innen gerichtet. Alle inneren Organe entspannt und gesund. Der ganze Körper ist entspannt und gesund. Und du fühlst dich sicher, geborgen, gelöst. Gibst ab, was dir nicht mehr dient. Lass los. Und öffne dich den unendlichen Weiten. Im Neuen. Lass geschehen. Lass zu. Entspanne. Für ein paar kostbare Momente in der Stille. Langsam, langsam komme mit deiner Achtsamkeit wieder zurück hier und jetzt in den Raum und ohne den Körper zu bewegen, erfahre ihn ganz. Dann atme ein bisschen tiefer und vielleicht bewegst du die Finger, die Zehen, die Hände, die Füße und wenn du willst, streck dich auch hier nochmal schön lang durch. Und dann zieh die Knie zu dir ran und roll dich auf die rechte Seite. Spür hier nach. Dir selbst zu nah. Langsam drück dich über die Seite nach oben zum Sitzen. Wähle den Sitz, der für dich richtig ist. Lass die Augen noch geschlossen für ein paar Momente. Die Hände auf den Oberschenkeln. Lass den Atem ruhig. Fühle deinen Körper groß und weit. Fühle deinen Atem frei und leicht. Spüre deinen Herzraum geöffnet.
Nimm hier die Freude wahr, die Dankbarkeit für all das Schöne, was noch kommen darf, durch dich geschehen darf. Und wenn du möchtest, nimm die Hände vor das Herz. Ich schließe mit dem Om ab, sanft einatmen. Einmal Shanti, 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 Havium. Senk die Stirn oder verbeuge dich noch tiefer nach unten. Verbeuge dich vor dem Geschenk deinem Leben, der Mutter Erde. Lehrer in dir Ambolo, Satguru Sri Bhagavan Akichai. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen, heb den Blick und ich sag Danke.